von Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Purpur. Im letzten Part haben wir unter anderem 2 neue Teammitglieder bekommen und Floß ist schon eingepennt. Und wir haben uns nochmal ein bisschen umgeguckt, also vor allem im Umland. Wir werden nochmal auf der Karte gucken. Wir sind auch sehr viel gesurft hier auf der Insel waren wir ansonsten. Immer diesen Bereich hier so uns angeguckt. Genau, und sind dann am Ende wieder hier zu der Stadt zurückgekommen. Und hier gibt es auch irgendwo die Maus anscheinend. Die Maus. Die Flo ja vermisst hat. Ja, die gibt es ja auch gar nicht. Das ist ein Skandal. Aber was mir aufgefallen ist, also erstmal diese Mühle mit 3 FPS. Aber als man Stein im eingeschlafen hat, hatte der 2 Augen. Aber wenn die im Kampf einschlafen, machen die Pokémon die Augen nicht zu. Doch. Also Morgi hat das angesprochen, das war nicht so. Das habe ich auch gesehen. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es ab XY war es, glaube ich, so. Aber hier nicht mehr, wie es ausschaut. Jedenfalls unterstützt gerne den Kanal durch ein Abo, durch ein Kommi, durch ein Daumen hoch, Daumen runter und ja, joint uns im Discord. Was ist denn mit diesen Sonnenblumen? Sonnenkern. Alter, Eis. Nehmt was. Oha. Alter, da gibt's sogar ein Kiyosali als Salzeis. Nehm Schokominze. So einer ist er also. Guck doch. Ja, es ist immer dasselbe. Ah, schön. Nein, ich bin wieder außen. Da sind die Mäusle. Hi. Ja, wo ist die Vorentwicklung? Was soll das? Branchen. Hätte ich das andere Spiel, hätte ich die gewollt. Ulanjin. Ja, aber ich bin ja nicht dein Gegner-Ding. Alter, ein Spielplatz. Oder was ist das hier? Hier wie so ein Kinderkarte. Alter, das ist ja wirklich so ein Ding. Das ist nicht die Arena, oder? Guck mal hier. Nein, guck mal, hier sind die Drehdinger von McDonald's. Kennst du die? Oh, ja. Die sind überall hier. Eine Auflösung von 2 FPS, ich glaub's nicht. Hey, das ist ein Kind. Ach, den muss man dann bestimmt auch wieder finden. Gibt's gleich wieder eine Animation bestimmt, weil es ist jetzt eine der ersten Arenen wieder. Oh mein Gott. Hopp. Ich bin gespannt. Leiden. Ein super Trunk. Ernte, Künstler, Kolso. Ich weiß ja gar nicht, wer das sein könnte. Ich hab da so eine Vermutung. Was ist das für ein Lädchen? Lo? Paella. Nee, ich hab Hunger. Lass mich. Was ist das hier? Nein. Bäckerei. Ist das eine Bäckerei? Alle Sandwich-Zutaten, Kochschinken, Salat, Zwiebel, Mayonnaise, Ketchup, Senf, Salz, Pfeffer, Butter, Frischkäse, Beeren, Konfitüre, Olivenöl, Scheibenkäse, Joghurt, Schlagsahne. Das ist selber Pizza, Rotfaden, Pizza. Achso, Pizza ist das so ein. Ist das das Ding, was man so. Wie, was ist das denn für ein Crepe? Wie ist der denn gerollt? Ja, als ob die einfach einen Shiny Floor gesagt. Nein, das ist nicht Shiny. Nicht? Ich glaube, die Blüten von denen sehen doch alle anders aus. Flappy hat verschiedene in Blumen in der Hand. Marvin hat übrigens anscheinend auch ein Shiny gefunden. Und na zumindest, klar. Es hatte zumindest eine andere Farbe. Aber dann hat es sich selber umgebracht. Was hat er gesagt? Ja, aber es kommt darauf, welches Pokémon es war, weil manche Pokémon haben halt verschiedene Farben. Ich weiß es nicht. Er meint irgendwie alle waren rot, aber das war orange. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Shiny ist, ist natürlich da, aber es kann natürlich auch ein Pokémon sein, was einfach wie halt Flabébé, wie halt dieser Papagei, wie halt, ach, gibt's ein paar. Gut, ich glaube hier gibt's nicht mehr viel. Doch, da drüben war noch so ein Labyrinth, da waren wir noch nicht. Hier ist so ein Oha. Irrgarten.
Irrgarten und Labyrinth ist übrigens was anderes, habe ich schon mal gehört. Hier kann man drüber gucken, das geht gar nicht. Mega Block. Ja, aber das ist auch nur, weil wir so cool sind. Da ist auch wieder so ein Kunstwerk. Hier ist eine TM. Giftschweife, hä? Huh? Ob du jetzt einfach oben drauf gehst, Sau. Na klar. Hallo? Lass mich. Mama. Man muss ja alle Möglichkeiten ausnutzen hier. Oh, was hier? Ist auch wieder ein Kunstwerk. Schleuder. Ja, hab ich doch schon. Hab ich doch schon. Hey, cool, was bist du für eine Trainerklasse? Die ist eine Sprayerin, die hat so eine richtig coole Atemschutzmaske. Ui. Hier gibt einfach so einen Steg. Ich kann das Item einsammeln durch das durch Flinkklaue. Oh. Erneut. Ja, der Typ ist halt Künstler, der Arena-Leiter, muss man sagen. Angriff. Aber hinter der Arena ist doch bestimmt noch was. Wusste es doch. Kamerafahrt ist back. Ja, das musste ja sein, hä? Das war beim letzten Mal einfach ein Fehler. Oh Gott, ich muss den Wecker ausstellen, sonst fährt er gleich Dingelingeling im Gang. Ja, schlecht. So, einer. Außenrum ist auf jeden Fall nichts. Ja, das habe ich jetzt leider auch gemerkt. Das wäre zu schön gewesen. Oh nein, ich sollte mein... Ja, zu spät. Oh, ach, das ist andere Fuzzi. Das ist Snape wieder. Na, der ist nicht wieder da, Louis. Ich sehe, du kommst aus dem Sammeln der Arena-Orden gar nicht mehr raus. Du kommst echt gut voran. Soll ich den auch noch? Ja, los. Ach, ist das etwa der Trainer, von dem du mir schon so viel erzählt hast? Alter. Du sollst ja echt was auf dem Kasten haben. Ist da was dran? Aber hallo. Ein gesundes Selbstbewusstsein hast du schon mal ausgezeichnet. Darf ich vorstellen, das ist Kai. Hey, der heißt ja sogar Sirius. Ja, hab ich doch gesagt. Und Sirius ist der aus. Oh mein Gott, ey. Ja, gut. Das Sirius, wie auch immer. Yep. Yep, das freut mich. Freut mich sehr. Und ja, ich weiß, ich sehe umwerfend gut aus, aber lass dich davon nicht erschüttern. Oder auch nicht einschüchtern. Ja, ich hab's gesehen. Oh. Sie. Sie lässt sich gerne mal zu Späßen hinreißen, aber ebenso ist sie ein echtes Mitglied der Top 4. Was? Aber Kai ist doch... Das ist nur sie. Was? Ich hab doch gar keinen Scherz gemacht. Na egal. Du machst jedenfalls einen interessanten ersten Eindruck. So viel steht fest. Selbstverständlich. Schließlich ist er ein Teil der hervorragenden Schülerschaft unserer Akademie. Aha, schon klar. Hör mal, die Arena wird richtig schwer, sobald du die Hälfte von ihnen geschafft hast. Also das wird wirklich schwerer, das ist interessant. Ja. Na, das stimmt, aber ab dem Punkt gibt's die Mehrheit Trainer letztendlich eh auf. Aber du nicht, oder? Ich warte mal bei der Champ-Prüfung auf dich. Zeig den übrigen Arenen, was in dir steckt. Aber ist das... Wie viel ist denn das jetzt? Müsste die vierte sein. Okay. Ja. Ja, viel Erfolg dann mal. Ja, wir hätten erst... Psychokäfer, Wasser. Ja, genau. Jetzt soll Pflanze. Ja, ich kann den doch nicht vorne lassen, oder? Na gut, ich tausche aus. Ja, willkommen in der Arena von Bulladin. Lass mich zuerst die Herausforderung registrieren. Ah ja, Bevor du dich mit der Arena-Leiter Colts ummessen kannst, musst du die Arena-Prüfung meistern. Deine Aufgabe wird es sein, Sandflora zu suchen. Wie du vielleicht weißt, ist Bulladin die Stadt der Künstler. Die Anwohner hier wissen die Sonne und die Natur sehr zu schätzen, denn die Sonne lässt die Pflanzen gedeihen, die wiederum zum Motiv ihrer Kunst werden. Sandflora verkörpert beide Elemente, weshalb das Suchen und Versammeln von Sandflora, ich will gerade von ihrer sagen, jetzt zur Tradition geworden ist.
Deine Aufgabe ist das also, so einen Flora in Bulladin zu suchen. Halte auch schon nach Pokémon, die wie so ein förmige Blumen aussehen. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du 10 Sonflora einsammeln und sie zum Sonflora-Plaza bringen. Die laufen, glaube ich, einen dann hinterher. Lass mich den Plaza schnell auf deiner Karte markieren. Geh einfach nach rechts, sobald du die Arena verlässt. Wenn du zwei Sonflora-Statuen siehst, bist du richtig. Sprich dort mit dem Personal, um mehr zu erfahren. Viel Erfolg! Oh Gott. Kann ich die Sonnenkerne hier sind nicht entwickeln? Einfach Sonnenstein. Fertig. Aber war es ein Sonnenstein? Ich glaube, es war ein Sonnenstein. Müsste. Oder war es ein Pflanzenstein? Ja, also wenn Sonnenblume nicht durch den Sandstein ist, dann weiß ich es auch nicht. Wohin hat sie jetzt rechts oder links? Sie hat jetzt rechts gesagt. Personal? Lo? Was heißt Person? Ach, hier vorne. Ja, gut. Hallo, ich bin Solena. Kümmere mich um die Sonflora der Arena, als ob du den Namen hast. Ah, du bist hier, um dich an der Arena-Prüfung zu versuchen, richtig? Dann werde ich den Sonflora gleich mal sagen, dass sie sich verteilen sollen. Beat. Dann Sonflora. Also gut, sie scheinen bereit zu sein. Und die Arena-Prüfung geht los. Bitte kehre zum Sonflora-Plaza zurück, sobald du 10 gesammelt hast. Los geht's, viel Spaß bei Suche. Ja, dann hat sie ja schon mal richtig eingestrengt. Hä? Warum siehst du die schon? Weil ich anders gucke als du. Die geht richtig ab. Uts, uts, uts. Oh, wow. Vielleicht noch einer daneben. Und noch einer. Was ist das denn? Ja, hä, drei habe ich schon mal. Also. Das ist ja lächerlich. Wie ist das? Gibt's hier Trainer? Keine Ahnung. Da ist ein Trainer. Geil. Ich hab dich noch erwischt. Du kannst nicht wegrennen. Hä? Warum rennst du nicht? Warum rennst du nicht weg? Pökelsalz. Ach, bist du ein nerviges Vieh. Ich will dich doch eigentlich nur besiegen. Warum will die jetzt kämpfen? Das ist eine gute Frage. Level 14, oh nein. Aber meine Pökelung. Die FPS hier sind auch komplett am Arsch in der Stadt. Ja, das ist absolut leider korrekt, ja. Nein, lass mich. Ich dachte, er kämpft. Ja, auch gedacht, macht er aber nicht. Vielleicht sind die unseren Floras, die kämpfen. Warum wollte das fliehen? Was soll das? Aha! Ist ja gar nicht auffällig hier. Sehr gut. Das kann ich, wenn man alle finden muss. Ich weiß nicht, ob es 10 gibt oder mehr. Hier hinten steht auch einer auf dem Blumentopf noch drauf. Hier zwei Stück brauche ich noch. Oh Gott, das war keine richtige. Sie sah so tot aus. Eine noch. Nein, ich hab Sturz. Oh Gott, was ist das? Hallo. Ich war auf dem Geländer. Okay, hab alle. Als ob du alle hast, weiß ich jetzt ja nicht. Ja, alle 10, die wir brauchen halt. Aber du wirst genug haben. Tada. Ey, warum sehe ich dich jetzt? Was soll das? Render Distance. Nein, weil das sonst sehen wir uns auch eigentlich immer nicht. Doch, in der Arena schon beim Olivenrollen zum Beispiel haben wir uns auch gesehen. Achso, war beim Tanzen halt nicht. Bin in dieser Flora bestanden. Gratuliere, du hast alle 10 zur Flora gefunden. Damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Bitte geh jetzt nächstes Zimmer fangen der Bulladin Arena und erstatte dort Bericht. Ja, muss ich jetzt aber wen anders nach vorne tun. Ja, Jana Pinho kann das machen.
Ich will da hoch. Mama. Ich würde gerne mit Flipper machen, aber so gehe ich dann doch nicht da rein. Ich bin halt auch gespannt, was der für Level hat, jetzt so 20 oder was? Möglich. Ja, du hast es geschafft, 10 Flora auf dem Platz zu versammeln. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserem Arena-Leiter stellen. Möchtest du Arena-Leiter Kolse das künstlerische und Naturtalent herausfordern? Natürlich. Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Gold, so. Ja, ein Herausforderer. Und ab. Ich könnte aber auf der Windmühle, ich glaub's nicht. Respekt, dass du es bis hierhin geschafft hast. Ich heiße Gold, so, und bin ein Künstler, der sich auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert hat. Außerdem bin ich Arena auf dem Bolladin. Ich habe eine reine Prüfung von der Windmühle aus beobachtet. Diese Schachsicht, mit der du die Sanflora aufgespürt hast. Wahrlich avantgardistisch. Ich hoffe, dass du diesen Sinn für Ästhetik auch im Kampf demonstrieren wirst. Es ist an der Zeit, ein gemeinsames Kunstwerk zu schaffen. Du siehst ein bisschen, weiß ich nicht, durchaus. Bist du bereit? Lassen wir unsere Gravität freilauf. Hat da schon Augenringe, muss man ja schon sagen. Alter Limnip. Selbst die Augenringe haben Augenringe. Kunst kann erschaffen und zerstören. Halte dich nicht zu Nährstoff für mein Pokémon zu werden. 16, okay. Oh Mann, ich mach mir da erstmal keine Sorgen. Gib trotzdem alles. Alter, die EP sind so krass. Oh Gott. Das selbst mit. Also, selbst wenn du dein Rose Fawn hast, wird sich das jetzt nicht entwickeln dadurch. Aber vielleicht bei Klebe. Ich sag so, ich werde auch, bevor wir dann wieder kämpfen, den Pinguin. Delfino auch trainieren wollen, weil der soll nicht auf 30 bleiben bis dahin. Dann machen wir beides auf 38, habe ich ja kein Problem mit. Müssen wir dann mal gucken. Alter Ulini. Ja, das passt auch vom Durchschnittslevel meiner Pokémon. Im zweiten Durchspiel bist du vielleicht in meinem Team. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt viele Pflanzen-Pokémon, die cool sind. Mogelbaum, der wird doch jetzt auch Pflanz. Ach man, das ist schon lächerlich. Potenzial, lass uns gemeinsam vorbeiständigen. Ah ja. Es gibt ja sogar so Guides, wo man wann am besten hingehen soll. Vielleicht hätte man da echt gucken sollen. Ja, ich finde das gut. Es ist Zeit für mein nächstes Masterwerk. Ich nenne es von der Mogelei zum Baum. Naja, ich. Oh, der Druck ist halt. Ich mag es halt nicht, weil. Dieses Hin und Her. Ja, aber so ist halt auch kacke, wenn du jetzt alles unhittest. Das macht man nicht lange. Der hat doch gesagt, ab der vierten ist es jetzt eh schwerer. Ja, wer weiß, was das heißt. Du wolltest es jetzt im Spiel sagen. Ich glaube, das hat schon Sinn. Ich glaube, die kommen tatsächlich immer beim dritten. Ich glaube nicht, dass die jetzt fest bei ihm sind. Ja, nee, das denke ich auch, aber trotzdem, wer weiß, was jetzt wird schwer bedeuten soll. In der Welt der Kunst ist das Tempo manchmal entscheidend, dasselbe wie ab. Ist der Weg bereit auf die Attacke? Keine Ahnung. Animation bei dir ist auch Premium. Der hat bestimmt Läuse oder so. Ich wollte gerade sagen. Wo ist das denn, das Schuppenshampoo? Welcher avantgardistischer Kampfstil. Welch künstlerische Taktik. Denke ich immer an TikTok. Die Abfolge der Attacken, die Auswahl der Pokémon, deine Strategie war perfekt, bis ins kleinste Detail. Wenn dieser Kampf nicht als wahre Kunst bezeichnet werden kann, dann ist nichts auf der Welt dieses Stil würdig.
Du hast eine meiner Herausforderungen makellos gemeistert. Als Beweis deines Erfolgs erreiche ich dir einen Renner an den. Damals in einem Moment sollten wir mit dem Erinnerungsfoto auf Baby gehen. Komm, gib mir jetzt eine coole Pflanzenattacke, bitte. Die sind Level 60, du wirst das jetzt krasses kriegen. Wenn du 4 Arenen besitzt, lassen sich Pokémon bis Level 40 leichter fragen, dann siege ich nicht jetzt. Ein super Captain-Trainer wie die möchte ich mein Lieblings-Dam beschenken. Wegbereiter, na klar! Dann wird er kräft an, als würde er aus dem Gras aufspringen. Initiative-Erhöhung. Ah, die Inspiration sprudelt gerade nur so mehr raus. Die Kunst der Stunde will genutzt sein, entschuldige. Aber ich muss mich sogleich an mein neues Werk setzen. Tschüss. Ja, Künstler sind sehr beschäftigt, muss man dazu sagen. Sehr beschäftigter Mann, ja. Wer kommt jetzt noch vorbei? Ach ja. Ja. Ah! Hast du gerade einen weiteren Sieg eingefahren? Super gut gemacht. Ach, da müsstest du jetzt ja schon 4 haben, stimmt's? Dann hast du die Hälfte geschafft. Deine Bemühungen tragen ja echt schnell Früchte. Ah, das macht jetzt ganz hibbel. Ich will jetzt sofort gegen dich kämpfen. Aber daraus wird leider nichts. Ich habe nämlich gerade ein speziell auf diese Arena zugeschnittenes Team dabei. Da ich gegen dich unter den besten Voraussetzungen kämpfen möchte, muss unser Kampf noch ein wenig warten, fürchte ich. Menno, so ein Ärger war auch. Was ein Timing. Sorry. Tut mir echt leid. Sorry. Sie zufällig immer denselben Weg geht wie wir. Weil die hat ein Team für die Arena dabei, kommt her und rennt wieder weg. Alles klar. Ach, die hat ein Team für alles. Wegbereiter hat 50, ist physisch. Und erhöht die Inhalt. Wie stark war denn jetzt nochmal hier Rasierblatt? Rasierblatt hat 55. Hat aber eine hohe Volltrefferquote. Ach, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen hier zum Pokécenter, heilen uns und dann war es auch wieder für diese Folge. Ist doch schon ein runder Part geworden wieder. Und da sollt ihr auf jeden Fall wieder einschalten. Da machen wir uns nämlich im nächsten Part in Richtung nächsten Herrscher-Pokémon auf. Ja, aber noch nicht. Wird wahrscheinlich wieder ein Zwischenpart werden. Aber wir machen das und ihr solltet das nicht verpassen und ein Like da lassen. Also, bis zum nächsten Mal von Let's Play Pokémon Purpur. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.